Heute gibt es ein paar coole Tipps, wie du deine Sounds in Logic Pro im Handumdrehen interessanter gestalten kannst, auch wenn du kein geborener Sounddesigner bist, so wie ich. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Aber auch wenn du Logic nicht verwendest, kannst du diese Effekte hier in jeder anderen DAW nachbauen, wenn du so ähnliche Plugins hast. Also, du kennst die Situation bestimmt. Du hast irgendeinen Synthesizer oder internen Logic-Synthesizer offen, wie zum Beispiel Alchemy oder den ES2 oder wie auch immer. Und du bist jetzt nicht der Typ, der sich hier mit jedem Parameter auskennt. Also ich bin das nicht. Ich klicke mich lieber durch Presets, aber manchmal ist es einfach nervig und man hätte gerne einen Sound irgendwie interessanter oder gruseliger oder besser oder spannender. Und da habe ich ein paar ganz coole Tricks gelernt, und zwar von einem Sounddesigner, der hier im Studio arbeitet, und dem durfte ich über die Schulter gucken. Der hat mir ein paar coole Tricks erklärt in Logic, wie du ganz einfach deine Sounds interessanter machen kannst, und die möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Ich habe mir ein Preset geladen von Alchemy und ich habe nichts groß verändert, ich habe nur Hall rausgenommen und Delay rausgenommen, damit ich den Sound nicht ganz so verhallt habe, weil ich ja den Sound bearbeiten möchte jetzt gleich noch, und das klingt zunächst mal so. Ja, jetzt könntest du sagen, okay, der Sound klingt ganz cool, aber ich möchte ihn gerne noch ein bisschen größer haben, ein bisschen anders haben, vielleicht noch ein bisschen gruseliger haben. Passt bei so einem Sound mit so Strings jetzt ja ganz gut. Und da war der erste Tipp, den ich dir jetzt geben würde, dafür ein sehr langes, dunkles Reverb einzusetzen und möglichst ein Reverb, bei dem du noch die Möglichkeit hast zu modulieren. Du hast hier im Chroma-Verb die Sektion Details und hier kannst du tatsächlich bei diesem Reverb, das ist Dark Abyss, das ist auch ein Preset, das ich jetzt ein bisschen verstellen werde, hast du die Möglichkeit zu modulieren, und dadurch wird ein Sound immer oft, kann ein Sound wabern oder sich hin und her bewegen. Das kannst du über Modulation sehr gut erreichen. Und was ich jetzt mache, ist ein Decay von 5,8 Sekunden, das ist schon mal gut, oder 8 Sekunden nehmen wir das, das ist sehr, sehr lang. Und dann klingt das schon mal so. Sehr, sehr lang. Und jetzt kann ich über die Modulation die ganze Sache noch abgedrehter machen, ja? Ja, und das ist das, was er mir auch gezeigt hat. Es sind teilweise gar nicht so die großen Dinge, dass du da jetzt ewig dran rumschrauben musst oder dir das komplizierteste Routing raussuchen musst, um solche Sounds zu erzeugen. Ich habe auch gemerkt, dass auch gerade beim Sounddesign, du musst einfach nur wissen, irgendwie wie bei allem, wo du hingreifen musst, dass die Sache passt. Und es ist gar nicht so kompliziert. Also alles, was ich jetzt hier gemacht habe, ist dieses Chroma-Verb direkt in den Kanal zugeladen, eine lange Hallfahne ausgewählt und diese Hallfahne moduliert. Und das ist schon alles. Und dann wird eben aus diesem Sound dieser Sound. Der sehr, sehr lange hin und her war. Aber das könnte man jetzt noch so ein bisschen ausbauen. Aber ich denke, du weißt, um was es geht. Also 2, 3 kleine Handgriffe und schon ist der Sound interessanter. Machen wir mal weiter, auch mit Logic internen Plugins. Ich drehe gerade für meine Logic Masters Community, meinen Mitgliederbereich, eine Masterclass über den StepFX. Der ist sehr, sehr interessant und ich wusste auch nicht, so habe ich mich mit dem noch nie beschäftigt, dass der so wahnsinnig vielfältig ist. Zusammen mit dem FatFX ist er, glaube ich, mit eines der am meisten unterschätzten Plugins in Logic selber. Was ich jetzt hier gemacht habe, sieht wahnsinnig aus, ist ein Plugin. Ich habe aber eigentlich gar nichts gemacht. Du siehst, ich habe hier den Benutzerstandard geladen und ich habe von diesem Step-Sequencer, das sind die einzelnen Steps, die jetzt hier durchlaufen, die habe ich mir einfach so ein bisschen zusammengebaut. Das sind jetzt 16 Stück, also 16. Das heißt, ich zerhack den Sound so ein bisschen. Ja, hier oben habe ich gar nichts verstellt und habe die teilweise ein bisschen kürzer gemacht. Ja, und den schalte ich jetzt zu. Ja, es ist nichts Kompliziertes, wirklich. Ich habe nur hier 16 Steps ausgewählt und habe die ein bisschen verkürzt, leise oder lauter gemacht. Das ist alles. Ja. Ich könnte jetzt hier auch wieder mit Modulation arbeiten, um den Sound noch mehr abzudrehen. Ja. Ja,
Ergibt jetzt nicht so insgesamt so viel Sinn, aber auch nur, dass du hier wieder siehst, auch durch ein paar Handgriffe, es ist nichts Kompliziertes, es ist keine Wissenschaft, die du hier jetzt wissen musst. Einfach ein bisschen kreativ, intuitiv rumgespielt mit dem Step FX und schon hast du aus einem langweiligen String-Sound so ein Movement-Sound oder einen Sound mit Movement gebaut, der wesentlich interessanter ist und an dem du weitermachen kannst. Und da brauchst du jetzt auch kein großes Fachwissen jetzt für den Step-Sequencer, da kannst du einfach so ein bisschen rumspielen damit. Ja, das nächste Plugin, auch wieder Logic intern, hier ist der Fat FX, auch massiv unterschätzt, finde ich. Ich glaube, über den mache ich auch nochmal eine Masterclass, weil der ist richtig geil. In dem Fall habe ich jetzt, das hat er mir auch gezeigt, auch Sounddesigner benutzen manchmal einfach Presets. Ja, das ist nicht so kompliziert, dass die da das irgendwie zusammenbauen, alles individuell ist. Die haben in der Signalkette natürlich auch Presets drin, gerade für Filmmusik und sowas. Und ich habe mir jetzt hier einfach das Preset Filtered Chorus Movement rausgesucht. Ich habe ein bisschen rumprobiert, was hier für Synthesizer geht. Da gibt's gar nicht so viel. Das hat mir am besten gefallen und das war schon alles. Und jetzt kann ich mit dem XY-Pad hier ein bisschen rumspielen und kann ganz interessante Soundwelten erzeugen. Ja, ich schalte den mal zu und drücke wieder hier einfach mein C1. Wie gesagt, ich bin kein Sounddesigner, ich habe keine Ahnung, was jetzt hier hinter dem Vorhang passiert. Ich werde es aber noch rausfinden, weil mit dem Teil muss ich mich beschäftigen, intensiv. Aber auch hier habe ich einfach ein Preset gewählt mit dem X, das mir gefallen hat von Anfang an, mit dem XY-Pad ein bisschen rumgefahren und kannst du schon ganz interessante Sounds hier erzeugen. Kommen wir zum nächsten Tipp und das ist der Ringshifter. Mit dem Ringshifter ist auch ein Plugin, das relativ kompliziert zu verstehen ist. Und da kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber du kannst hier so roboterhafte oder zerhackte Töne im Obertonspektrum, also ganz grob erklärt, erzeugen. Und auch hier habe ich gar nicht viel gemacht und auch das hat er mir gezeigt. Hier habe ich nur an diesem Frequency Wheel rumgedreht und auch hier kannst du schon echt krasses Zeug machen, ohne dass du dieses Plugin jetzt in Gänze verstehen musst. Und in diesem Fall klingt das dann so. Ja, also auch wieder nur einmal am Rad gedreht, ja, auf gut Deutsch, und coole Effekte erzeugt und es ist total easy. Was ich dann hier noch habe, und das finde ich auch ein cooler Trick, wenn du Sounds interessanter machen möchtest, das wusste ich aber selber schon, ist, wenn du die Formanten verschiebst, ja. Das kannst du jetzt auch mit Melodyne machen. Ich habe da hier jetzt ein altes Plugin von Logic genommen, den Vocal Transformer, den wirst du so gar nicht mehr finden. Um die alten Plugins zu finden, kleiner Bonustipp hier, musst du, wenn du hier im Kanalzug ein neues Plugin laden möchtest, die Option oder Alt-Taste gedrückt halten. Wenn du dann hier runter scrollst, dann kommt hier ältere Versionen. Ja? Ältere Versionen, wenn du die Option-Taste der Alt-Taste gedrückt hältst, während du hier draufklickst im Kanalzug, um ein Plugin auszuwählen und dann hast du Silververb und was gab's dann noch alles, Denoiser, der alte De-Esser, A-Verb, das Uralt-Verb von 2004 oder was weiß ich was, da kannst du noch drauf zugreifen. Und da gehört auch dieser Vocal Transformer hier dazu. Was ich jetzt mache, ist die Formanten zu verschieben. Da brauchst du aber nicht den Vocal Transformer, es geht auch mit irgendeinem anderen Tool, Melodyne zum Beispiel, kannst du Formanten verschieben. Also das ist jetzt überhaupt nicht Logic-spezifisch oder sonstig. Aber auch das klingt sehr interessant. Wenn ich das Plugin einschalte und jetzt hier die Formanten verschiebe, dann kriege ich auch einen sehr strange, komische Obertöne oder kann den Sound einfach verstimmen. Thank you.
Gleiches Prinzip hier wie beim Ringshifter, einmal am Rad gedreht, neuer Sound. Finde ich auch nicht schlecht. Dann kommen wir zu einer anderen Möglichkeit, die fand ich auch so einfach, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Das ist so easy teilweise und das ist mit dem Pitch-Shifter. Was du jetzt machen kannst, auch was ich jetzt hier erzeugt habe, ist alles sowieso relativ, so ein bisschen gruselig, könnte aus einem Horrorfilm sein oder wie auch immer. Und das geht jetzt hier auch mit dem Pitch-Shifter. Und naja, wenn du was Gruseliges machen möchtest, wenn wir schon dabei sind, eignet sich relativ gut der Tritonus, also von einem Intervall von 6 Halbtönen, das dann so klingt. Sechs Halbtöne, das klingt immer relativ gruselig, das ist so eine Dissonanz, hörst du auch oft in Horrorfilmen, Gruselfilmen oder Krimis. Und das kannst du jetzt auch manuell machen, indem du hier einfach das dazu mischst und verstimmst. Also ich nehme jetzt mal gerade diese 6 Halbtöne, er klingt jetzt im Moment so. Ist im Moment noch nichts verändert. Ich kann aber jetzt diese Halbtöne natürlich hier auch direkt über das Plugin dazugeben. Also auch eine total simple Möglichkeit, um den Sound komplett anders zu machen, gruseliger zu machen oder spannender zu machen. Das geht richtig einfach und ist extrem effizient. Apropos Effizienz, wenn du schneller und besser und zügiger in Logic arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Da gebe ich dir nochmal 10 Tipps, wie du schneller in Logic arbeiten kannst. 10 richtig coole Tipps, die schon vielen Leuten weitergeholfen haben. Die habe ich dir im ersten Kommentar unten angepinnt. Da kannst du sie dir als PDF einfach runterladen. Also 10 weitere Logic Workflow Tipps findest du unten in diesem PDF im ersten Kommentar angepinnt. Unbedingt runterladen. Dann geht's weiter und wir kommen ja zur einfachsten Möglichkeit, um ja spannendere Sounds zu erzeugen. Und das ist ja in deinem MIDI-Keyboard, einfach das Modulation-Wheel und das Pitch-Bend-Wheel. Ich schalte das Chroma-Verb nochmal zu, dann wird es so ein bisschen krasser. Also mit einfachsten Mitteln deine Sounds interessanter gestalten. Habe ich jetzt noch was vergessen oder kennst du einen coolen, einfachen Trick, wie du einen Sound schnell besser, spannender oder interessanter machen kannst, dann schreib es mir bitte unten in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben oder über 9 Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann.